Sie werden mich nie kennenlernen, aber ich bringe ihnen den Tod. Ich weiß, was sie getan haben, denn ich sehe alles, was sie tun. Ich habe gehört, was sie gesagt haben, denn ich kenne jedes ihrer Geheimnisse. Ich weiß, wohin sie gegangen sind, denn ich folge ihnen überall hin. Sie werden geprüft, denn ich prüfe alles. Sie stehen nicht über dem Gesetz, denn ich bin das Gesetz. Bitten Sie nicht um Vergebung oder Mitleid. Seien Sie sich nur über eins im Klaren: Wenn Sie nicht nach dem Code leben können, müssen Sie nach dem Code sterben. Was ihr da gerade gesehen und gehört habt, war ein Auszug aus dem Buch Net Wars, Folge 1, der Code, aus dem Bastei-Lübbe Verlag, geschrieben von M. Sean Coleman. Also, ich blende euch den Namen hier sonst nochmal ein, ihr habt sie eben gesehen. Ich habe das Buch als E-Book von Blog Dein Buch bereitgestellt bekommen. Hier habe ich leider nicht so ein schönes Cover. Ich habe hier nochmal das normale Cover. Das halte ich einfach mal hoch. So. So sieht es aus. Und um dieses Buch wird es heute gehen. Wie gesagt, wurde mir das Buch von Blog Dein Buch bereitgestellt. Dafür vielen Dank. Und es spiegelt gerade ein bisschen. Ich gucke mal, wie ich euch das am besten hinhalten kann. So. Und ja, wie eben schon gesagt, ist das hier Folge 1. Und zwar Folge 1 aus einer sechsteiligen Serie. Teil 1 bis 6 sind schon im Bastei-Lübbe Verlag erschienen und am 8. Oktober erscheint eine Art Sammelband als Taschenbuch und denke ich mal auch als E-Book, aber hierzu, also jetzt diese einzelnen Folgen gibt es jetzt nur als E-Book und halt am 8. Oktober kommt dann halt ein Buch raus, wo alle Folgen zusammen drin sind. Ja, und die einzelnen Folgen haben durchschnittlich 61 Seiten. Das E-Book hier hat genau, jedenfalls ist das vom Verlag angegeben, 68 Seiten. Ich habe es aber mit einer etwas größeren Schriftseite gelesen. Ich habe es mit einer etwas größeren Schriftart gelesen und deswegen sind es bei mir 90 Seiten geworden. So, da ist es wieder. Und deswegen sind es bei mir 90 Seiten geworden. Auf jeden Fall haben die Bücher halt durchschnittlich 61 Seiten. Was ich damit sagen will und was euch dann wahrscheinlich auch schon aufgefallen ist, ist, dass diese Bücher relativ kurz sind und dass sie anders sind als alles, was ich bis jetzt gelesen habe, denn man muss sich das Ganze vorstellen wie eine Art Serie im TV oder auch im Internet. Also wie halt, ich muss gucken, dass jetzt hier nicht das wieder... Und so, auf jeden Fall ist es halt wie eine Serie und es ist halt so, wenn ich dieses Buch nach meinen normalen Maßstäben bewerten müsste, würde es wahrscheinlich allerhöchstens 2 Sterne bekommen, denn eigentlich passiert nicht wirklich viel. Ja, und deswegen kann auch nicht wirklich, also darauf gehe ich gleich nochmal genauer ein. Auf jeden Fall werde ich dieses Buch etwas anders bewerten müssen und es hört sich jetzt alles ein bisschen schlecht an, obwohl das Buch gar nicht so schlecht ist. Wie gesagt, es ist relativ kurz und ja, es kriegt von mir auf jeden Fall 4 von 5 Sternen, das kann ich euch jetzt schon mal sagen, falls ihr irgendwie jetzt schon abschalten wolltet, weil sich das so schlecht anhört. Es ist halt nur... Also man kann es nicht sehen, wie zum Beispiel die Bestimmung, den ersten Teil. Das ist der Teil einer Reihe, das hat 400 irgendwas Seiten, das hier hat halt nur wirklich nur 61 Seiten. Und es ist halt so, man muss sich vorstellen, die erste Folge einer Serie ist halt, es wird gesagt, worum es in der Serie geht, die einzelnen Charaktere werden ein wenig vorgestellt, es werden ein bisschen die Beziehungen zwischen den Charakteren vorgestellt, das alles in 45 Minuten, vielleicht sogar weniger, und dann ist die erste Folge auch schon vorbei. Man ist sozusagen so ein bisschen angefixt oder angetriggert und möchte jetzt halt gerne wissen, wie es zum Beispiel mit den Figuren weitergeht, aber an sich ist in der ersten Folge noch nicht so viel passiert. Und so ist das halt hier in diesem E-Book auch. Ich lege das jetzt erstmal weg. Ihr wisst ja, wie das aussieht. Und
Ja, deswegen ist das Buch aber nicht schlecht. Ich bin auf das E-Book gestoßen durch den sehr, 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 sehr cool gemachten Trailer, in dem der sogenannte Salesman etwas davon erzählt, dass heutzutage so ziemlich alles als Waffe benutzt werden kann. Denn in so ziemlich allem steckt heutzutage ein Mikrochip. Dieser Mikrochip kann gesteuert werden von zu Hause aus, wenn man die richtigen Zahlencodes dafür weiß. Und dann beschreibt er zum Beispiel, wie, ja, man zum Beispiel bei der Rush Hour fahren 2 Millionen Menschen mit Fahrstühlen, und wenn man das gerne möchte, dann kann man einfach auf die 1 klicken und all die Fahrstühle werden angehalten. Man kann den Leuten so einen Schreck einjagen, man kann eine Art Exempel statuieren, man kann sie einsperren, und dann sagt er: Or maybe you're a real bad motherfucker. Are you? Well then proceed to click 2. Ich denke, die Bedeutung dieser Worte wird jedem klar sein. Er meint halt, mit dem zweiten Knopfdruck kann man diese eben schon festgehaltenen oder zum Stillstand gebrachtenen, ihr wisst, was ich meine, Fahrstühle, dann einfach von ihren Seilen lösen, in den Abgrund stürzen und somit, ja, die Insassen im Inneren des Fahrstuhls mit nur einem zweiten Knopfdruck mal eben töten. Den ganzen Trailer, den verlinke ich euch unten in der Infobeschreibung. Es lohnt sich auf jeden Fall, den anzugucken. Er ist relativ kurz, aber wirklich, wirklich, wirklich gut gemacht. Und wie ihr eben schon gesehen habt, er ist auf Englisch und dann mit Untertiteln. Auf jeden Fall hat er mir richtig, richtig gut gefallen. Und auch, wie der Salesman das Ganze ein wenig mit einem Lächeln auf den Lippen erzählt. Also wer den Trailer gleich dann vielleicht sich nochmal anguckt oder so. Es ist so, dass er sozusagen diese Botschaft ist an alle Terroristen, reichen Familien und Regierungen gerichtet, die es leid sind, sozusagen die Leute auf normalem Wege zu umzubringen, zum Beispiel sie zu erschießen, auf normalem Wege sie zu erschießen, und dass man sich doch keine neuen Waffen mehr einfallen lassen muss, dass man keine neuen Waffen mehr entwickeln muss, wenn man einfach alles zu einer Waffe werden lassen kann und somit auch so ziemlich alles wie, ja, einen Unfall aussehen lassen kann. Und damit komme ich vielleicht auch erstmal nochmal zum Inhalt, bevor ich jetzt weitermache. Das habe ich gerade sehr übersprungen, ist mir aufgefallen, es tut mir leid, aber es ist eigentlich eine gute Überleitung. Und zwar ist es so, dass in diesem Buch Anthony Price, ich sage immer Prince, ich hoffe, ich sage jetzt nicht, also Price heißt er, Anthony Price, ist der Gründer einer Sicherheitsfirma, nämlich PriceSec. Und unter anderem auch Erfinder von Kratos. Kratos ist ein Sicherheitssystem, sowas wie Antivira, nur nicht, dass es Viren sucht, sondern dass es halt gegen Hackangriffe schützen soll. Und dieser Anthony Prince wird gleich zu Anfang des Buches tot aus seinem eigenen Flugzeugwrack geborgen. Und das an sich ist ja nun nichts Besonderes. Flugzeuge können nun mal leider abstürzen, Maschinen können nun mal leider versagen. So denken so ziemlich alle, bis jemand versucht, mit Anthony Prince Daten in den Hauptrechner sich einzuloggen, was wahrscheinlich gar nicht aufgefallen wäre, wäre Anthony Prince nicht tot. Und das wird sofort als Angriff auf PriceSec eingestuft, und da PriceSec nun mal eine sehr renommierte Sicherheitsfirma ist und das sicher auch nicht gut im Image macht, wenn in eine Sicherheitsfirma, die dafür sorgen soll, dass Leute nicht gehackt werden, wenn die gehackt wird, das ist ja nicht gut Publicity und so, und deswegen werden da sofort die besten Leute von dem NCCU, das ist sowas ähnliches wie das FBI, nur spezialisiert auf Hackangriffe und unter anderem auch das Deep Web. Was das ist, das werdet ihr erfahren, wenn ihr das Buch lest. Und ja, dieses NCCU, also das NCCU, aber NCCU hört sich cooler an, untersucht dann halt den Tod von Anthony Price und ja, hat jetzt den Verdacht, dass jemand ihn halt umgebracht haben könnte.
und versucht jetzt herauszufinden, wer das ist. Das ist so die Kurzfassung von dem recht kurzen E-Book, in dem an sich, wie gesagt, nicht allzu viel passiert. Neben dieser Ermittlung, die läuft, und diesem tragischen Tod, der am Anfang des Buches passiert, ist es so, dass in diesem Buch die Hauptperson, der Protagonist Strider, vorgestellt wird. Strider ist ein Hacker, der ja ziemlich skrupellos ist und eigentlich auch wieder nicht. Also in dem Buch wird das zum Beispiel so erklärt: Andere Leute haben zum Beispiel den Kodex, dass sie sich nicht an Frauen und Kindern vergreifen. Strider meint, Frauen und Kinder können genauso schlimme Sachen machen wie Erwachsene und ältere Männer und deswegen sollte man sie nicht verschonen. Doch Strider lebt und arbeitet, tötet nach dem Code. Die Folge, also das Buch, ist ja nach dem Code benannt. Erstaunlicherweise wird über den Code aber gar nicht so viel erzählt. Der Code ist halt so eine Art Kodex, eine Art Verhaltensregelwerk. Was genau dieses Verhaltensregelwerk besagt, wird aber noch nicht gesagt. Es ist halt dann nur so, dass man weiß, dass es für Strider sozusagen das ultimative Gesetzbuch ist und so ziemlich alle anderen Gesetze und Kodexe, Verhaltensregeln, Knicke, was es halt so gibt, komplett außer Kraft setzt und er lebt nur nach diesem Code. Und alle Leute, die nicht nach diesem Code leben, sind für ihn Abschaum und müssen sterben. Und so, dieses, was ihr am Anfang gehört habt, der Ausschnitt, das ist zum Beispiel auch ein Brief, den Strider geschrieben hat an jemanden bestimmten. Und wie er schon sagte, wenn du nicht nach dem Code leben willst, dann musst du nach dem Code sterben. Und ja, so arbeitet Strider dann auch. Und ja, der Schreibstil ist an sich, ja, wie sage ich das jetzt am besten? Also er ist gut geschrieben. Ich habe da jetzt nicht irgendwie, es war nicht langatmig, es war nicht irgendwie komisch. Das Einzige, was halt, Kritikpunkt ist mehr oder weniger, ist die Tatsache, dass vorausgesetzt wird, wenn du dieses Buch liest, was an sich vielleicht aber auch logisch ist, dann bist du schon ein wenig vertraut mit einem Computer und du weißt zum Beispiel, was ein Server ist, du weißt, was ein Patch ist und es ist halt bei dem Buch so, dass gerade wenn es ums Hacken geht und auch darum herauszufinden, ob Anthony Prince getötet wurde oder nicht, dann wird ja auch zum Beispiel sein Computer untersucht und es wird viel gearbeitet mit dem Computer und da wird dann halt sowas eingebracht wie zum Beispiel, wir müssen einen neuen Patch installieren und so eine Sachen und das wird dann halt auch überhaupt gar nicht erklärt. Also ich habe das Glück, dass ich mich so weit mit Computern auskenne, dass ich zum Beispiel weiß, was ein Patch und ein Server ist. Man muss jetzt kein Computer-Freak sein, man muss sich jetzt nicht 24 Stunden mit einem Computer beschäftigen und alles wissen, aber man sollte halt zum Beispiel wissen, was ein Chip ist zum Beispiel und wie gesagt ein Server, ein Patch. Wenn man das alles weiß, dann denke ich, kann man das Buch ganz gut lesen. Falls nicht, ist das Buch vielleicht nicht gerade so was für einen. Also ich denke, es ist schon recht logisch, dass man da ein bisschen so davon ausgeht, dass die Leute auch, wenn sie dieses Buch lesen, sich ein bisschen mit Computern auskennen, da das Interesse dann ja auch irgendwie da ist, weil es ja, wird ja gesagt, dass es in diesem Buch um Hacken geht und so. Ich denke, die Leute, die sich fürs Hacken interessieren, die Leute wissen das dann auch und das ist dann auch super, ja. Und zum Ende kann ich nicht so viel sagen, weil wie gesagt, wie ich am Anfang halt schon erwähnt habe, das Ende kommt relativ schnell und es ist gar nicht so viel erzählt worden. Es gibt gar nicht so viel Material, dass ich jetzt groß irgendwas verstricken hätte können, dass man jetzt am Ende groß hätte auflösen können oder so. Wie gesagt, das muss aber nicht sein, denn es ist halt sozusagen nur Folge 1 gewesen. Wie gesagt, ich fühle mich immer die ganze Zeit, als würde ich das Buch schlecht machen, aber es ist halt, wie gesagt, man kann es nicht so bewerten, wie ich andere Bücher bewerte. Und das Ende schließt ab ein wenig. Man weiß, gut, okay, Strider ist jetzt vorgestellt, man weiß, was jetzt passiert ist. Man weiß, gut, okay, jetzt kommt sozusagen die nächste Folge. So, ich erkläre das immer ganz gerne mit halt Serien. Sagen wir mal, The Big Bang Theory. In der ersten Folge wurden halt irgendwie alle vorgestellt.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die erste Folge überhaupt jemals geguckt habe. Auf jeden Fall werden Wunder garantiert alle vorgestellt. Und in der zweiten Folge, dann fragst du dich jetzt zum Beispiel, was ist denn zum Beispiel mit Sheldon? Und ich möchte ein bisschen vielleicht mehr und vielleicht macht er das und das und dödödödödö. Und so fühlt man sich am Ende des Buches. Also man ist gespannt schon irgendwie auf das nächste Buch. Man möchte gerne sozusagen die nächste Folge anschauen. In diesem Fall möchte man gerne die nächste Folge lesen, was man ja auch tun kann. Man kann komplett die ganze Reihe durchlesen. Alle 6 Teile sind, wie gesagt, schon erschienen als E-Books. Und ja, am Ende ist da nochmal, also eine Art Epilog, könnte man sagen. Etwas, das nicht so wirklich zu dem gehört, was davor passiert ist. Es hat nichts mit Strider zu tun, nichts mit dem NCCU. Und da wird halt auch nochmal, es hat so eine Art Cliffhanger, kann man sagen. Wie bei einer Serie, ein Seriencliffhanger. Und ja, mein Fazit zu dem Buch ist, wie gesagt, es kriegt von mir 4 von 5 Sternen, denn auch wenn es sich vielleicht in meiner Rezension so angehört haben könnte, was ich nicht so rüberbringen möchte, also das Buch ist nicht schlecht. Ich weiß nicht, was ich gerade sagen wollte, auf jeden Fall ist das Buch nicht schlecht. Es ist halt nur, ja, man sollte halt nicht an dieses Buch rangehen wie an jedes andere Buch, sondern man sollte an dieses Buch rangehen wie an eine Art TV-Serie, so wie im TV. Man sollte sich am besten gleich alle 6 Teile kaufen oder halt erstmal nur Teil 1, um zu gucken, ob man das denn jetzt wirklich machen möchte oder nicht. Und dann, sollte man das ganze Buch, das dann ja letztendlich im Oktober auch erscheint, dann als Buch ansehen. Und das kann ich ja dann vielleicht nochmal bewerten. Vielleicht mache ich dazu nochmal eine Rezension und dann sage ich euch, wie es halt im Gesamten war und kann das dann auch anders bewerten. Auf jeden Fall, wenn man das Buch als erste Folge einer Serie, als eine Art Pilotfolge ansieht, dann finde ich, diese Pilotfolge ist gut gelungen und es hätte mich noch ein bisschen mehr packen können, man hätte vielleicht noch ein bisschen mehr reinpacken können, vielleicht auch noch 1-2 Seiten mehr, dann hätte es vielleicht 5 von 5 Sternen von mir bekommen, aber 4 von 4 Sternen sind auch ist eine super Bewertung und wie gesagt, hat mir sehr gut gefallen. Wer sich also so ein bisschen für das Hacken interessiert und unter anderem auch für, ja, generell halt, wie die Technik in unserer heutigen Gesellschaft einfach auch einfach manipuliert werden kann, obwohl ich natürlich dazu sagen muss, dass ich nicht weiß, ob alles, was im Buch beschrieben ist, auch wirklich so möglich ist. Aber ich denke, weit entfernt sind wir davon nicht mehr und es ist auf jeden Fall sehr spannend. Wer sich dafür interessiert, dem kann ich das Buch nur empfehlen. 4 von 5 Sternen hat das Buch von mir bekommen und das war es auch schon von meiner Rezension. Ja, das war meine Rezension zu Netboss. Ich hoffe, sie war nicht zu lang. Ich werde da noch ein bisschen was umschnippeln und hoffe, ich habe sie euch recht unterhaltsam gestaltet. Das fände ich ganz schön. Schreibt mir doch in die Kommentare, ob ihr das Buch schon gelesen habt, ob ihr Lust habt auf das Buch, ob ihr schon mal sowas Ähnliches gelesen habt. Auch eine Reihe, wo es einzelne Folgen gibt und so. Das würde mich mal interessieren. Und wie es für euch war, das zu lesen. Ich war ein bisschen verwirrt am Ende des Buches. Aber wie gesagt, das Buch ist deswegen nicht schlecht. Man kann es halt, wie gesagt, noch nicht bewerten die andere Bücher und ich denke, wenn ich jetzt alle Folgen hintereinander gelesen hätte, dann wäre ich nicht mehr so verwirrt gewesen und also ich denke, man kann sich das Buch auf jeden Fall kaufen. Unter anderem gibt es auf der Website, die ich euch unten auch noch verlinke, generell alle wichtigen Links unten in der Infobeschreibung, auch noch eine Webdoku. Wer sich also so noch ein bisschen mehr für das Thema interessiert und vielleicht nicht unbedingt das E-Book gleich kaufen möchte, der kann auf den Link mal klicken, kann dann auf die Webdoku klicken. Da ist auch, glaube ich, alles auf Deutsch übersetzt. Und da kann man kostenlos und interaktiv ein bisschen mehr über das Thema erfahren, wie denn heutzutage so ziemlich alles in eine Waffe verwandelt werden kann, was Experten dazu sagen, ist recht interessant und kann man sich auch gerne mal angucken. Also unten geht es zum Trailer, zum Buch, zu meiner schriftlichen Rezension und zu Blog Dein Buch kann ich auch noch einen Link reinmachen. Unter anderem sind da auch noch meine Social Media Links, also Facebook, Twitter, Instagram, Zeugs, mein Blog zum Beispiel, alles unten in der Infobeschreibung und da befindet ihr unter anderem auch noch meine letzten beiden Videos. Das sind meine letzten beiden WVs, da letzte Woche leider kein Video kam. Gibt es wieder nur 2 WVs hintereinander, tut mir leid. Und diese Woche kommt wahrscheinlich noch ein Video und hoffe, die Rezension hat euch gefallen. Könnt euch gerne noch meine schriftliche Rezension durchlesen und ich würde mich über jedes Kommentar freuen und danke euch fürs Zusehen und sehe euch bestimmt bei meinem nächsten Video. Tschüss!